viele von Ihnen sind Unternehmer oder Geschäftsführer. Und was will ein Unternehmer und Geschäftsführer? Er will Geschäfte machen, mit denen er gut verdient und die ihm Spaß machen. Und das ist eigentlich die große Kunst. Und das hängt davon ab, welche Persönlichkeit Sie selber sind und welche Persönlichkeiten Sie in Ihr Geschäft, in Geschäftsbeziehung stehen. Das heißt, die Frage ist immer, wie gut gelingt es Ihnen, Leute anzusprechen? Sie haben jetzt auch schon mal ganz verschiedene Vorträge erlebt, unterschiedlich viel Power. Und der eine sagt vielleicht, boah, das war mir jetzt aber zu schnell gesprochen. Und der andere sagt vielleicht, boah, endlich mal ein Vortrag, wo richtig Action abging. Und das bewertet jeder für sich selbst. Und die Kunst besteht darin, das Ganze so aufzubauen, dass die Kunden zu Ihnen kommen, die zu Ihnen passen. Ich möchte Ihnen als erstes kurz eine Typologie darstellen, welche verschiedenen Menschentypen es gibt. Und ich sehe schon, die PowerPoint ist jetzt bereit. Und zwar gibt es vier Grundtypen. Wenn Sie die Nord-Süd-Achse betrachten, ist die Unterscheidung, wer entscheidet eher nach Sachkriterien und wer entscheidet eher nach personenbezogenen Dingen. Also den mag ich nicht. Und auf der Ost-West-Achse geht es darum, bin ich eher introvertiert oder extrovertiert. Und so ein Roter ist halt ein dynamischer Powermensch, der sich auch durchsetzen kann, der was vorantreibt, während der Gelbe eher ein fröhlich strahlender, meistens sehr extrovertiert gekleideter Mensch ist. Wir haben jetzt schon zwei Kollegen gesehen, zumindest was die Kleidung angeht, die Gelb präsentieren. Und der Grüne steht eher für Stetigkeit, für Warmherzigkeit, nicht zu viele Veränderungen bitte, gegenüber dem Blauen, der eher gewissenhaft sachorientiert ist und dabei den Schwerpunkt auf Zahlen, Daten, Fakten legt. Woran erkenne ich jetzt diese Menschentypen? Das sind immer drei Kriterien, an denen Sie die verschiedenen Typen erkennen können. Nämlich die Stimme, wie reden die? Reden die eher leise, dann ist sie eher ein Blauer oder ein Grüner. Wenn sie warmherzig sind in der Stimme, ist grün. Wenn sie eher kühl, distanziert, wohlen, überlegt reden, ist blau. Und bei powervoller Stimme, fordernder Stimme, hören Sie zu, das ist eher das Rote. Während das Gelbe eher mitreißend ist, wie es mein Kollege gerade vorgetragen hat. Ja, und dann erkennen Sie so Dinge auch in Äußerlichkeiten natürlich. Das habe ich hier mal zusammengefasst und der entscheidende Punkt ist auch, wie treffen die verschiedenen Menschen ihre Entscheidungen? Wir haben beim Roten schnelle Entscheidungen nach Sachkriterien und zwar meistens nur nach drei, vier Sachkriterien, während der Gelbe ein Schnellentscheider ist aus dem Bauch heraus. Und der Grüne eher Entscheidungen hinauszögert, weil er schon so unsicher ist, mache ich das richtig. Und der Blaue, der berücksichtigt halt 42 Entscheidungskriterien, die wägt er dann erst nur miteinander ab und es dauert halt seine Zeit. Die Frage ist, was heißt das jetzt für mich? Also welche Erwartungen haben die Verkäufer? Was muss ich dann damit tun? Die Erwartungen von einem Blau-Dominanten zu einem Rot-Dominanten sind einfach sehr unterschiedlich. Und zwar der Rote will immer nur das Beste, der will, dass sie selber, kann ich mir leisten, ja. Und der Gelbe, der möchte einfach anders sein wie andere, während der Grüne eher so traditionelle Kleidung beispielsweise pflegt und auch traditionelle Läden liebt, mag der Blaue eher so im Vordergrund eben Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen, Zahlen, Daten, Fakten, der möchte gute Beratung haben. Und damit ergeben sich unterschiedliche Anforderungen für Sie als Unternehmer. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, welcher Typ passt denn zu mir am besten? Denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich erkenne, die Gelben wären für mich die genialsten Kundschaft und ich bin ein furztrockener Blauer. Da werden Sie nicht glücklich werden. Die Kundschaft wird nicht von Ihnen begeistert sein. Also wenn ich jetzt monologisierend hier vortragen würde, wird so ein Gelber spätestens nach einer Minute sein Smartphone oder so. Ja, und hier habe ich Ihnen mal so aufgeschrieben, welche Erwartungen haben die
verschiedenen Persönlichkeitstypen an die Unternehmer. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was heißt es für Sie als Unternehmer? Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, was kann ich denn besonders gut? Weil egal welche Farbtypen aufeinander kommen, wenn sie inhaltlich nichts zu bieten haben, wird es natürlich schwierig. Das zweite ist, sind Sie eher aus einer traditionellen Familie heraus, zum Beispiel, Sie sind in dritter Generation Elektrofachgeschäft, dann ist man eigentlich prädestiniert, womöglich nur in einem kleinen Standort, ja. Das riecht nach grün, ja, weil die kennen Sie alle, das sind treue Kunden und schon bei Ihrem Vater war ich einkaufen, das könnte gut gehen. Wenn Sie jetzt eigentlich häufig die Ortschaften wechseln, müssen Sie schnell in Kontakt treten, müssen Sie schnell Ihren neuen Kundenstamm gewinnen und da bieten sich andere Farbtypen mehr an. Und das müssen Sie sich fragen, was sind für Sie die besten Wunschkunden? Wo können Sie gutes Geld verdienen? Und nach diesen Zielkunden müssen Sie dann Ihre Positionierung ausrichten. Das heißt, Sie müssen die Positionierung in den Verkäufer, Sie brauchen die richtige Verkäufer für Ihre Zielgruppe, Sie brauchen die richtige Ware und Sie müssen auch die entsprechende Warenpräsentation haben. Ich habe mal das Ganze als Beispiel von einem Textileinzelhandel dargestellt. Sie könnten das bei Apotheken genauso, Sie könnten es bei Arztpraxen, es gibt stylische Arztpraxen, wo sofort jedem klar ist, der billigste wird es nicht sein, Herr Arzt, aber der eine fühlt sich wohl und der andere sagt, wo bin ich hier denn gelandet, im Designerstudio oder beim Zahnarzt? Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn Sie aber so eine Praxis haben, müssen Sie auch diese Kundschaft anziehen und die Kommunikationswege wählen, die diese Kundschaft liebt. Wer passt jetzt am besten zu Ihnen? Da muss man überlegen, wenn Sie das schnelle Geld machen wollen, dann sind die Gelben die Prädestinierten, weil die sind am meisten bereit, viel Geld auszugeben. Die wollen immer das Neueste vom Neuesten und haben so vom Typ her spontane Entscheidungen, schnelle Entscheider. Da lässt sich schnell viel Geld drin. Das Risiko, wo sie haben, ist, was heute in ist, ist in einem Jahr vielleicht schon out. Denken Sie nur iPhone, jeder kauft gerade iPhone. Aber denken Sie an den Vorgänger, das war Nokia, der ist schon weg vom Markt rasch. Ja, jetzt kämpft er gerade wieder und kommt ganz in Europa. Ich weiß. Der Rode, der ist die Marge auch gut, weil teure Produkte sind gut kalkuliert, aber schwierige Kunde, sie müssen auch viel investieren, weil der Laden muss auch so aussehen. Und so sieht es bei den Blauen eher Zahlen, Daten, Fakten, da ist eine knappe Kalkulation nur drin, weil die halt sehr unterschiedlich sind und auf verschiedene Kanälen Preisvergleiche durchführen. Deshalb, wenn Sie mehr interessiert, zum Beispiel, ich habe eine Checkliste, wie Sie die Rendite in Ihrem Unternehmen steigern können, geben Sie mir Ihre Visitenkarte oder aber suchen Sie sich ein Buch, wo das ausführlicher beschrieben ist. Zufällig bin ich in Autor gerade rausgekommen. Oder Sie suchen einen Berater, der schlau ist wie dieser. Und ich finde, der Fuchs sieht schon ziemlich ähnlich. Viel Spaß noch bei den anderen Vorträgen.